Hallo meine lieben Zuschauer und willkommen zurück zu einer kleinen weiteren Folge Minecraft. Oh ja, doch, ich sehe Little am Rucken hier. Ihr fragt euch wahrscheinlich, ja, warum Minecraft, hä? Was gibt's denn da jetzt so Besonderes? Ja, ich kann euch sagen, was. Und zwar ist ein neues Update der Dalek Mod rausgekommen. Und zwar das Update 59.1. Und ja, was es da alles mit sich bringt, wollte ich euch einfach mal zeigen. Wir haben hier zu guter. Wie nennt man das? Zuallererst ein To-Dis. To-Dis, ja doch, To-Dis. Und was macht alles, was es gibt? Also jedes Entity macht das 2D. Zum Beispiel nehmen wir hier einen Stein. Und das wird jetzt einfach. Ja. In 2D gemacht. Moin Schweinchen. Oh Gott, wie sieht das lustig aus. Hab ich das wieder normal gemacht? Nee. Oh Gott. Naja, okay. Wir machen mal ganz kurz zack. Denn ich habe auch jetzt endlich herausgefunden, was man mit diesen Stasis Cubes macht. Dafür bräuchten wir jetzt erstmal ein Body Painting, so wie man es nennt, glaube ich. Body, doch, Body Painting. Da. Das craftet man aus den Karten und Sticks. Ja, und das Body Painting funktioniert so. Erst tut ihr mit den Stasis Cubes einen Bereich auswählen. Dann können wir zum Beispiel einfach. Sorry, schon mal nochmal für die Lex, ne? Das ist aber. Ihr kennt es ja mittlerweile. An diesem Computer ist das nicht so schön. Wählen jetzt hier einfach einen Bereich aus. So, First Position. Und dann packen wir die Second Position hier hin. Pass mal auf. Second Position. Perfekt. Und was ich jetzt machen kann, ich kann das Bild hier schon mal hinstellen. Jetzt muss ich mit dem Status Cube in der Hand einen Befehl ausführen, und zwar slash Schnee, Squawk, nein. Stasis Cube, genau. Stasis Cube. Jetzt muss ich, wie ihr seht, Stasis Cube complete und dann den Namen. Jetzt nehme ich es Test einfach, Test. So, und jetzt heißt es Test. Und jetzt kann ich einfach hier drauf rechtsklicken. Und ihr werdet sehen. Wenn es geladen hat. Ihr seht ja jetzt schon mal, wir sehen auf jeden Fall was. Ihr würdet dann das Dings da oben sehen. So funktioniert das dann. Ihr könnt dann also, sag ich mal, oh Gott, leck das Heilige. Ihr würdet dann einfach, sag ich mal, die Teile sehen, die ihr mit dem Bereich markiert habt. Ja, dann gibt es noch eine Neuerung in der TARDIS. Eieiei, oh, das ist aber heilig am Längen hier. Uiuiuiui. Grafikeinstellung, machen wir ein bisschen Chunks runter, danke. Und bei der Steuerung würde ich gerne automatisch Springen aushaben. Vielen Dank. So. Lassen Sie mich mal bitte zu meiner TARDIS hier. Ich wüsste, wo ich sie gepackt habe. Naja, zum Glück habe ich den Schlüssel. Ach, da hinten stand sie. Lul. Ich hoffe, ihr habt genug Sound. Wir können mich bewegen. Dankeschön. So. Wie ihr es erkennt, kann man hier aufmachen und dann sehen wir, was drin ist. Ich habe jetzt einfach mal ganz klassisch ein klares Design genommen. So. Wenn wir doch jetzt drin sind, gibt es hier jetzt schon mal die erste neue Sache. Und zwar können wir nicht nur eine Tür aufmachen, sondern zwei. Dafür müsst ihr dann vor die andere Tür stehen, Shift und rechtsklicken. Und schon können wir durch beide durchgucken. Ist doch genial. Von außen geht es leider nicht, warum auch immer. Aber nein, ne? Okay, nicht zu beurteilen. Machen wir wieder zu. Dass ihr nicht so zu sehr laggt. Dann gibt es noch eine Neuerung in manchen ja, Interiors, sage ich mal. Da sind ein paar neue. Also nicht neue, sondern verbesserte. Und es gibt hier eine Neuerung bei den TARDIS-Monitoren. Also ihr seht, dann ist es komplett neu.
designt hier. Ja. Und es gibt natürlich auch neue Skins, kann ich euch auch zeigen, wie ich sie hab. Es gibt nämlich die Mario-Röhre, warum auch immer, und eine 2D-TARDIS, die mir eigentlich nicht so gut gefällt. Das Geilste ist, ihr könnt hier oben einen kleinen Zettel machen. Kann jetzt zum Beispiel Koordinaten. 87, da. Man kann das hier irgendwo hinschieben und saven. Und jetzt mal, wenn ich draufklicke, habe ich hier meine Koordinaten. Und um das zu entfernen, müsst ihr, glaube ich. Was muss ich da drücken? Wie man das entfernt, weiß ich nicht mehr. Naja, eigentlich müsst ihr eine theoretisch den Monitor einfach abbauen und einmal hinbauen. Das ist auch weg. Ich war. Naja, egal. So, wir stellen einfach mal kurz ein, dass wir hier. Hier können wir, hier können wir die Leute einstellen, die mit drauf rein sollen. Gut, wir nehmen einfach mal die TARDIS jetzt, haben es mal geändert. Und dann würde ich sagen, reisen wir doch erstmal zur Neuerung vom Planeten. Da haben wir als erste Neuerung den Mond. Naja, der Mond, der ist. Oh, das sieht schön aus. Und die haben es jetzt auch gefixt mit dem Flight Panel. Das heißt, man kann nicht mehr stecken bleiben, so wie ich mal stecken geblieben bin. Und man backt hier nicht mehr komplett rum. Haben sie auch gefixt. Hui. Geilste wäre, wenn man die Tür jetzt auch machen könnte, aber anscheinend geht das noch immer nicht. Hier ein Screenshot von. Ja. So. Okay, dann landen wir mal auf dem Mond. Also wenn wir jetzt auf dem Mond landen, sollten wir automatisch schon bei einer Sache sein. Komm. Ja gut, eigentlich sollten wir nicht unter der Erde sein, aber. Naja. Ich guck mal kurz, ob wir. Ja, man spawnt immer da. Okay. Und zwar spawnen wir direkt bei der Landekapsel der Apollo 11. Die ergänzt. Das ist neu auf dem Mond, das ist witzig. Ja, und hier drumherum spawnen, wie ihr da hinten schon seht, so Schiffe von Cybermen, die ihr looten könnt. Obwohl ich finde, die spawnen ein bisschen wirklich zu viel, weil da sind schon krasse Sachen drin. So Lappen, ich habe nie wirklich verstanden, wofür die gut sind. Ja, hier drin ist eigentlich auch nicht wirklich was Besonderes, außer wenn ihr. Warte mal, ich gebe mal kurz hier. So, wir auch sehen. Also hier drin ist eigentlich wirklich viel, außer also Flight Panel und Monitor, die ihr mitnehmen könnt. Und man hat einen schönen Ausblick auf die Erde. Ja. So, ja, da hinten ist so ein Cyberschiff, das können wir uns auch mal ganz kurz angucken. Gott, das laggt aber. Oje. Also das zieht schon ordentlich. Oh, da sind Cybermarten, die sind jetzt auch endlich als Entities hinzugekommen. Weil wenn man sich mal jetzt mit P, wenn ihr P drückt, habt ihr ein Morph-Menü. Und könnt dann hier zwischen so die Doktoren hin und her switchen. Natürlich auch zwischen anderen Mobs. Jetzt bin ich nämlich hier. Hallo, der Elfte.
Hier gibt es keinen Sauerstoff, was müsst ihr bedenken. Das heißt, ihr könnt hier nicht mit euren. Könnt ihr nicht euer Hut, euer Anzug ausziehen. So, hier. Es gibt einen Redstone, TNT, Ammo und so überall sind Schalterkisten hinter jedem Raum. Aber die rote war, glaube ich, eine hellblaue. Ne, eine dunkelblaue war es. Genau. Da sind so Roundnets drin. Weiß nicht, wofür man die braucht. Außer wenn man seine eigene Tales customizen will. Und hier war eine grüne, ne? Ne, hier war das Gefängnis. Ja, ich weiß, dass ihr Cyberman seid. Oben war die grüne, glaube ich. Oder war es eine grüne? Ich glaube, es war doch. Ja, ich meine, es war eine grüne. Ne, noch eine rote. Okay. Und hier seht ihr schon elektronische Schaltkreise, die man übelst gut brauchen kann. Clockwork, Feuerstein, Steel Ingots, die ihr für Rüstung braucht. Ihr seht schon, wie viel hier drin ist. Wenn man mal guckt. Auf dem Mond sind so viele. Hier ist eins, da hinten ist schon wieder eins. Da ist noch eins. Hier rechnen sie bestimmt auch noch so zwei, drei. Kann man ganz schnell seine Rüstung zusammenkriegen. Oh, hier sind noch diese Schultern. Ja. Ja. Genau. Das ist die erste Neuerung auf dem Mond. Dann fliegen wir mal weiter zum nächsten Planeten. Alter, das ist leckt übelst. So. Mond, Skaro gibt's nichts Neues. Chancellor. Chancellor habe ich ja mal ein Video in der Dalek Mod gemacht, also beim Let's Play. Es war einfach nichts außer ein schwarzes Gebiet. Doch jetzt ist es sehr, sehr anders, sage ich mal. Also es wurde übelst überarbeitet. Könnt die Animation noch mal sehen hier, wie man. Oh, hoppala. Ihr könnt natürlich auch mit WASD steuern und mit der Maus. Landmama. So, Chancellor. Chancellor, Chancellor, Chancellor. Sie sehen. Sehen Sie nix. Wahrscheinlich, weil wir direkt in einem Stein gelandet sind. Also auf Chancellor gibt es jetzt auf jeden Fall Ores. Und. Oh, wegen dem Regen lag das hier. Ja, im Action auf Chancellor kann es regnen. Und es kann auch Tag werden, aber der Tag ist nicht so wie auf der normalen Minecraft-Erde. Ihr seht, der Mond bewegt sich kaum. Wenn ich jetzt aber mal slash time set day mache, passt mal auf. Die Sonne, die ist voll auf Speed und wandert die übelst schnell rum, weil auf Chancellor nämlich ein Tag viel schneller rumgeht. Und da dauert Tag 2 Minuten oder so, oder 5 Minuten und die Nacht ein paar Jahre. So, ich muss erstmal aus diesem ersten Biom hier raus. Denn Chancellor wird jetzt in einem Schneegebiet unterteilt. Also es gibt ein Schneebiom, wo dann die Stadt, Weihnachtsstadt Winter, nee, Weihnachten ist. Weihnachten hieß die, genau. Die wird hier nämlich nachgebaut. Dann gibt es noch einen Bereich, wo die hier so die Dalek-Schiffe, Cyberman-Schiffe und alles andocken, die dann Weihnachten nämlich angreifen wollten. Weil da nämlich der Riss in der Wand war, der dann immer übersetzt Dr. Who gerufen hat. Und das hat ja immer ja, die wollten das halt vernichten, weil sie Angst davor hatten. Genau. Ich muss jetzt mal kurz überlegen, wo waren denn hier die Koordinaten von der Stadt? Ja, die möchte ich mit euch unbedingt angucken. Das heißt, ich hoffe, ihr habt euch sowieso schon mal darauf eingestellt, dass die Folge hier etwas länger wird. Aber wie gesagt, es ist ein kleines Show-off von dem neuen Update. Und ich möchte jetzt mal ganz kurz gucken, welche Koordinaten die Weihnachtsstadt hat. Dafür gehe ich einfach auf YouTube und auf den Kanal von SWD Team. Ja, Team soll hier schon dahinter schreiben.
Genau. Jetzt suchen wir uns mal ganz kurz die Koordinaten raus. Kommen. Sag mal die Koordinaten. Da. Okay. Thales, wir brauchen dich hier mal. Okay, das funktioniert anscheinend. Okay. Ja. Müssen wir ganz schnell hier Koordinaten-Check machen. Ich habe die Koordinaten noch vor mir liegen. Also, lass jetzt hier wieder kurz die Fenster auswählen. Was brauchen wir hier einmal? Auf minus 59, 64 und ist das ein Minus davor? Ne, 3, 2, 6. Und Save. Genau. Also, können wir jetzt schreiben, die Koordinaten. Minus 59, 64, 326. Jo, dann würde ich sagen, auf nach Weihnachten. Es gibt sogar hier einen neuen Hebel. Der wird's cool, pass mal auf. Such mal hier nach Flight Leather. Okay. Es gibt ja nämlich. Ja, egal. Also, es gibt ja auf jeden Fall einen Hebel, der aussieht wie ein Vanilla-Hebel, aber in Wahrheit hier Tadel steuert. Hier ist Wunder. Vanilla Handbrake. Da ist er. Ja, warum auch nicht, ne? Kann man machen. Und jetzt begutachten wir die. Na, hallo. Machen Sie die Tür auf. Wie jetzt, hä? Nee, wir wollten doch nach. Bin ich auf Safe gedrückt? Und sind wir jetzt in der Overworld? Schon so. Safe. Ja, okay, das ist ein bisschen tricky noch mit dem Saven und so. Aber naja, das kriegt man schon nach einer Zeit hin. So, und jetzt bitte landen. Ach, come on. Ich klick nicht zweimal. Oh Gott, eieiei, ganz schnell weg hier. Ja, jetzt sind wir nämlich in Weihnachten. Sollten wir eigentlich direkt hinter uns, sollte das jetzt erscheinen. Hoffentlich. Ja, wir sind drinne. Merry Christmas. Wir sind sogar fast richtig auf Penny gelandet. Naja. Ihr seht schon, falls ihr hier wirklich Bock habt auf einen kleinen Dings zu spielen, ein kleines Dorf, das auch generiert wurde, wo die Nacht länger dauert als der Tag, dann kommt hier nach Weihnachten bei den Koordinaten minus 59, 64, 300 irgendwas. Naja. Moin Villager, kannst du sogar traden? Ja, Tatsache. Guck mal. Habt ihr sogar neue Trader hier. In den Häusern ist in den Kisten nicht immer was drin, aber ein paar. Ich gehe in dein Haus, kannst du mich jetzt nicht davon abhalten. Oh, hier ist nichts drin, aber nicht so schlimm. Oh, hier ist ein bisschen buggy, ne? Kann man dabei auch nicht verübeln bei diesen ganzen Dingern, die hier geladen werden. Ja, würde ich euch empfehlen, dass ihr euch das Dorf hier mal in Ruhe anguckt. Ich will ja auch nicht zu viel spoilern. Wer auf jeden Fall Dr. Who geschaut hat, weiß, wofür die Kirche hier ist. Und, so kann ich nicht fliegen.
Weil Minecraft gerade zu sehr rumbuggt und ich check das, ich danke schon. Und hier oben kriegt ihr dann kostenlos den Handless-Kopf, der euch in der Tat behilflich ist. Den nehme ich einfach auch mal mit. Den connecte ich dann einfach mit meiner TARDIS hier. Mit meiner Konsole. Ich möchte mit runterfallen. Ne, nicht höher. Ich drück Doppel-Leertaste, hallo. Fall doch runter. Meine Güte. Dann halt nicht. Dann gehen wir wieder rein. Und gehen weiter Richtung. Also, wir können ja hier selber ein bisschen rumfliegen, ist ja das Schöne. Wir connecten Handless jetzt einfach mit der Konsole hier. Nee, komm, warte, machen wir das Flatpin hier nicht weg, das brauchen wir. Machen dich hier weg. Frage ist, wie war das denn? Kann ich das einfach mit dem Monitor verbinden oder wie? Ist halt die Frage, wie das nochmal genau funktioniert. Naja, so. Dann fliegen wir selber einfach ein bisschen weiter. Das Geilste ist, dass wenn ihr auf Mobs landet, dass sie dann auch einfach platt gedrückt werden. Warum auch immer. Oh, das schneit. Hey. Gar nicht laggy. Also, es liegt nicht an, es liegt wirklich am Computer. Und so, wir sollten hier irgendwo drumherum ein paar gelandete Raumschiffe finden. Und denkt, das ist alles auf Chancellor, das ist nicht in der Overworld. Hier kommen wir wieder in dieses Biom. Guck mal, können wir gleich bei dem Dalek hier vorführen. Wir müssen jetzt genau auf dem Dalek landen. Oh Gott, ist ja gut. Mit der aber filmen wird wieder schwierig, weil Minecraft gerade so sehr hinterher hängt. Ihr seht, ich kann nicht mehr abheben, so stark laggt mein Computer gerade. Obwohl es im Let's Play ja eigentlich besser war, was ich nicht verstehe. Na egal. Ja, kennt man halt. Ja, Chancellor, also ihr könnt die Raumschiffe selber erkunden, die beinhalten auch immer coole Sachen. Dann, was gibt's noch Neues? Nach Chancellor kam dann noch Gallifrey, da war die Zitadelle, Classic, Mars, auf Mars gibt's noch neue Mobs. Das auch. Mundas kennt ihr ja schon. Wir reisen mal kurz hier zurück zur Overworld. Aber bitte an den Koordinaten. Machen wir mal hier 67 oder so, dass wir nicht auf dem Meer landen. Und dann starten wir das Ding mal. Ich mag den Vanilla-Level irgendwie. Wir können mal ganz kurz in der Zeit, während wir hier fliegen, einmal kurz den einen Röhrenskin raussuchen. Hier ist das Portal aus Portal, das wollen wir nicht. Oh je. Hier, die Green Pipe. Man hört den Sound. Du, 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 du. So, wenn wir jetzt nämlich hier rausgehen, passt mal auf. Ach, come on, Alter. Mal hier wieder clear, bitte. Dankeschön. Vielen Dank. So, ihr seht, wir sehen die TARDIS nicht. Ihr müsst einfach da gucken, wo keine Hitbox angezeigt wird.
Ja, hier ist er. Ihr könnt nicht, also ihr müsst euch auf die Röhre stellen, geht aber nicht rein. Ihr müsst erst Shift drücken, wie in echten Mario, wo ihr dann in die Röhre reingeht. Das ist irgendwie merkwürdig. Das Geilste ist, wenn ihr drum fliegt. Oh Gott, das sieht so komisch aus. Wie not enough space. Na klar haben wir enough space, Alter. Du. Da funktioniert da das Rausgucken nicht. Wir haben enough Space. Hallo, was will der denn jetzt? Okay. Materializing, ja. Oh meine. Du. Und wieder rein. Wobei, ich habe es gar nicht ausprobiert, ob man rausgucken kann, aber eigentlich sollte das nicht gehen. Doch, es geht. Ah, okay. Ja, das ist irgendwie komisch merkwürdig, I know. So, jetzt will ich mir bitte fliegen. Danke. Und jetzt. Jetzt sind wir einfach eine Mario-Röhre. Oh Gott, das sieht so strange aus. Naja. Wieso nicht, ne? Sobald ihr auf dem Boden seid, dann ja, ist vorbei. Dann könnt, also, dann seht ihr sie nicht mehr. Okay, dann wechseln wir mal kurz zu dem anderen Skin. Der Doom-Tardis aus irgendeinem Spiel war die, glaube ich. So, kannst du dir mal angucken. Ja, ist auch eine 2D, die uns immer verfolgt, sag ich mal. Da ist, ihr könnt die Türen sogar aufmachen. Wird sogar geladen. Also ihr könnt eigentlich reingucken. Normalerweise. Okay, ja, funktioniert es anscheinend gerade nicht, aber eigentlich würdet ihr euch dann mit da drin rumdrehen. Sehr, sehr strange, I know. Aber naja. Okay, dann gibt es natürlich noch ein paar neue Mobs. Zeige ich jetzt einfach nur kurz im Groben. Neue Roundels gibt es natürlich auch. Das waren, glaube ich, die super, die Steel Roundels, genau. Da hattet ihr vielleicht am Anfang schon ganz unten gesehen, hier gibt es ja, ein TARDIS Visualizer, keine Ahnung, was der macht. Dann gibt es hier noch so für diesen Rotor in der Mitte, dass der animiert ist. Aber ich weiß nicht, was macht der TARDIS Visualizer? Hat der irgendeinen bestimmten Zweck? Oh, jetzt bin ich aus Slideplan gekommen. Wollte ich doch gar nicht. Dankeschön. Ich guck mal kurz. Was macht er? Macht er jetzt irgendwas? Kann ich den benutzen? Luftrestrikt? Nein. Okay, merkwürdig. Okay, ja, dann hier die Mobs. Zu unten. Die Silence, die haben sie ein bisschen geändert von der Textur her. Cybermaten gibt's. Whisperers haben sie ein bisschen abgeändert. Dann haben sie hier noch einen Monoiden hinzugefügt. Sandmans, Sea Devils und so weiter. Die Sandmans findet ihr dann zusätzlich in auf Wort, das war das, glaube ich. Genau. Warte, es gibt eine Cyber-Cow? Ach, lol. Wie geil. Kann ich dich auch? Ja, dich kann ich auch in 2D packen. Wieso? Wieso gibt's das? Ja, du bleibst jetzt einfach so. Und ja.
Neue Waffen gibt es jetzt nicht. Aber ich will noch mal das Dings da austesten. Wartet mal. Also wir können jetzt alles löschen wohl. Du hast ja eh nicht mehr. Ich möchte hier aber noch mal mit dem Status Cube und dem Body Painting das austesten. Ich will euch das unbedingt zeigen. Body Paintings da. Gehen dafür noch mal raus. So. Das brauchen wir jetzt eigentlich nicht mehr. Haben wir hier irgendwas Schönes? Schauen wir mal. Die Welt ganz gerät, aber naja, egal. Ja, wir können hier zum Beispiel ein Eisenerz mit Lapis machen. So, Plasmaofen machen wir jetzt hier. Oh, bra, das wollte ich nicht machen. Dankeschön, jetzt ist der Status Cube drinne. Damit ihr auch seht, dass es auch wirklich 3D ist. Jetzt können wir nämlich hier, pass mal auf. So. Und man, jetzt muss ich das ja selber machen, ne? Technik Position. Und jetzt brauchen wir natürlich noch eine First Position. Wartet. Wunderbar. Die funktionieren ja nicht mehr, ne? Ja, ich bin auch ein bisschen. So, jetzt nochmal kurz hier ein Stasis Cube. Stasis Cube, Dankeschön. Jetzt versuchen wir es mal. Position Number 1, Position Number 2. Slash Stasis Cube Complete. Red für uns, Red, genau. So, jetzt ist das nämlich Red. Jetzt können wir hier ein kleines Painting entstellen. Ja, moin Dalek. Packen das Painting jetzt hier hin. Okay. Machen jetzt ein bisschen Status-Cube. Rechtsklick drauf. Und ihr seht, es generiert hier langsam, aber sicher. Da unser Bild. Na gut, ist noch ein bisschen verpackt, aber. Wenn ihr jetzt nämlich hier guckt, seht ihr, da ist unser Gras und da ist dann unser. Wir haben doch gar kein Gras da. Ach komm, ey, ist doch jetzt nicht wahr. Ey, was? Komm schon. Dankeschön. Ja, ihr seht auf jeden Fall, wir sehen jetzt da, was hier steht. So übertragt ihr das dann. Das wollte ich einfach nur zeigen. Naja. Da würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, um diese wirklich lange Folge anzugucken. Und ja, suchen wir ganz kurz hier. Guck, ich sehe ein kleiner Dalek hier. Ja, und da würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut und ciao. Euer Red Gamer.